herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir machen heute weiter, nachdem wir in der letzten Folge, naja, eigentlich mit Ayla unterwegs waren und in der vorigen Folge haben wir dann die Schlange getötet. Jo. Ich freue mich. Wie gesagt, wir haben sie alle jetzt tot. Jetzt geht's weiter. Wir gucken mal, was wir für Quests haben. Ägyptens Magi ist die einzige Quest, die wir jetzt noch so weit offen haben. Die für uns noch machbar ist, weil der Geschmack ihres Stichs und die Geheimnisse der ersten Pyramiden, da sind wir noch vom Level nicht hoch genug. Wir sind Level 12. Wir haben offiziell noch Prüfungstag nur bis 6 Tage. Prüfungstag mit auch noch 6 Tage. Das werden wir eh nicht machen. Wie gesagt, ich bin froh, wenn die Quests dann mal raus sind. Aber wir machen heute weiter mit. Komm her hier. So, ich will eigentlich gerne mal aufsitzen. Und weiter geht's. Also, gibt's Magi, das wird die nächste Quest werden, die wir heute angehen werden. Wir sind Level 12. Was ist das, der 12er Quest? Ja. So, auf geht's. Jetzt bin ich, glaube ich, so, wir sind sogar, glaube ich, in der letzten Folge sogar voll Geld, sind wir, glaube ich, 2-3 Level aufgestiegen. So. Ah, toll. Jetzt finde Apollodoros Kontakt beim Hippodrom und sprich mit ihm. Das haben wir jetzt. Bleib mal hier sitzen. Oder bleib mal hier, wie auch immer. Da bist du. Ich bin bei. Aya schickt mich, um mit Apollodoros zu sprechen. Ich bin sicher, du verstehst, dass mein Meister vorsichtig auswählen muss, wen er trifft. Meine Frage kann nur er beantworten. Ich sage ihm, dass du seinen Rat suchst und dass Aya dich empfohlen hat. Warte bis heute Abend. Wenn er dich treffen will, findest du ihn in der Nähe des Leuchtturms. Bis dahin. Das Hippodrom erinnert an einen seiner größten Rennfahrer. Es wird viel gefeiert und getrunken. Und Rennen gibt es natürlich auch. Wenn du so etwas magst. Sein Name war Icarus, die Lichtgestalt. So, sprich mit ab. Der vielgepriesene und kurzlebige Liebling von Canopus. So, sprich mit. Seine Siege gezählt haben, statt seiner Jahre. Hielt ihn für alt und nahm ihn uns in seinem. Wer quasselt denn da, der da? Icarus, ein Meister, seit er mit 13 den ersten Sieg errang, bis zu seinem 1000. Sieg als Meliarius. Niemand kann ich ihn aber töten? Seine Pferde. So, lass mich raten. Wir müssen jetzt nicht wirklich bis nachts warten, oder was? Nee, müssen wir nicht, glaube ich. Der Grünen von Prasina gewann Oliven, Lorbeeren und Kiefernkränze. Kannst herkommen. Nun sind sie verloren. Oh, Alter, lauf doch nicht da draußen rum. Von Veneta, die oft mit den Zähnen knirschten und bitter litten, wenn sie schlug. Selbst sie vergießen Tränen. Meine Güte. Oh, ich muss mal hier durch. Alter, was geht hier ab? Hallo, ich habe keine Hupe hier, Abmarsch. So, wir sollen also zum Leuchtturm. In Canopus. Angeblich sollen wir nachts, aber ich denke mal, vermute, dass wir da sowieso die Zeit ein bisschen vorspulen können, dass ich jetzt nicht warten muss, bis. Das ist. Geh mir nicht auf den Sack. Die Stallungen des Sephiroth. Ups. Muss man denn da hin? Entschuldigung. Achtung, Hauptstraße und so.
Oh. Ich glaube, das ist gerade nicht so eine ganz gute Idee. Ich gehe zu Fuß. Das ist mir jetzt gerade sonst einfach zu viel. Ja, ich muss. Ich gehe mal weiter. Weil ich glaube, dem Schiff soll ich nicht zu nahe kommen. Ich will es auch gerade noch gar nicht angehen. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwas Wichtiges ist. Deswegen lassen wir das auch einfach mal dem das so sein, wie es ist. Also, da vorne ist der Leuchtturm. Und meditieren. Ja, wir können ja meditieren, ne? Aber warte mal, wenn ich jetzt die Quest aktiviere, kann ich, springt das nicht automatisch zu nach? Oder muss ich jetzt wirklich manuell... Warte mal. Machen wir es so. Jetzt dürfen wir. Apollodorus. Du da! Willst du mich töten oder kommst du als Freund? Ich, Freund. Freund. Bayek von Siva. Ah, dann hilf mir, bitte. Du bist mehr als Magi, hm? Noch andere Überlebende. Nur Damastes. Sie haben ihn mitgenommen. Und die Schriftrolle, was ist damit? Damastes hatte sie. Wieso vernichtet dieser Esu sie nicht? Kleopatra schuldet dir viel. Schaffst du es alleine bis zu einem Heiler? Eudorus ist tot. Na? Gut gemacht. Er war die Schlange, oder? Unter uns gesagt, Bayek, es gibt vieles, das du noch nicht verstehst. Unter uns? Ich brauche Antworten. Erst muss ich dich auf die Probe stellen. Rette Damastes und bring mir die Schriftrolle. Dann weiß ich, ob du der Mann bist, den Aya mir beschrieben hat. Ich hätte tatsächlich die andere Variante erwartet. Ich hatte tatsächlich gedacht, wir müssen Damastes töten und ihm die Schriftrolle einfach abnehmen. Aber wie soll man den Typen retten? Er sollte an den Kais im Hafen von Kanopos sein. Ich kann nicht riskieren, dass jemand diese Schriftrolle liest. So, jetzt ist er gut, wo der ist. Da unten. Das ist natürlich total toll, wenn man jetzt im. Wenn man jetzt dem Schiff natürlich zu nahe kommt. Oh ja, why not? Why not? Alter, wie viele Gegner sind das? Also, ich meine nicht, dass ich es nicht schaffe, aber. 11, 11, 11. Ja, gut, das sind alles 11 und 12, aber das geht noch gerade so. Ja, gut, ist gefangen, ist klar. Okay. Jetzt erklärt es auch, warum die mich angreifen wollten. Geh weg. Das erklärt es auch. Seid ihr tot? Ne, ihr schlaft nur da. Okay. Ich weiß nicht, warum ich mich angreifen wollte, warum ich dem Schiff nicht zu nahe kommen sollte. Na dann, gehen wir die ganze Show einfach mal an, ne? Gehen wir den ganzen Kram mal an. Es sind natürlich viele Gegner dabei, klar. Du bist doch schon Gegner, ne? Komm her. So. Habe ich jetzt alle
Habe ich jetzt alle Feinde aufgedeckt? Oder habe ich da jetzt irgendwas noch übersehen, was ich... Nö, sieht nicht so aus. Am Strand. Am Strand sieht auch nichts weiter Richtiges. Okay. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, komm, scheiß drauf, ich rücke da rein. Aber ich warte jetzt mal ein bisschen. Du da! Halt! Wie viel haben wir noch von denen? Zwei, super. Aufpassen. Hier stimmt was nicht. Ich deck dich. Sei unbesorgt. Alarm! Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Hä? Ah, sind die natürlich total aufgescheucht, die Idioten. Verdammt, du bist kein schöner Anblick. Verdammt, woher? Wenn wir die Pestbeule fangen, ist sie tot. Wir kommen schon klar. So wie immer. Noch wissen sie nicht, dass ich da bin. Hey, es gibt Ärger! Noch wissen sie nicht, dass ich da bin. Also sie wissen, dass ich da bin, sie wissen aber nicht, wer es ist. Komm mal her hier! Ich hab keine Waffen mehr, das ist das Problem an der Sache. Ich komme jetzt ein paar von denen mitnehmen. Mit einem schönen. Ich hätte natürlich keine. Ne? Ich zieh mich mal raus, ich muss mich mal regenerieren. Das ist natürlich total toll. So läuft er mir jetzt wieder her? Nee, läuft er nicht. Ich hab keine Munition gehabt. Warte mal, ich muss mich hier gerade gucken, ob ich jetzt hier irgendwie mal hier einen. Warte, ich habe keine Möglichkeit, mich zu verstecken, oder was? Ich kann keine Möglichkeit, mich jetzt. Oder was? Doch, das war der Gedanke dahinter. Habe ich jetzt die Möglichkeit, mich noch mal auszurüsten? Also sprich, noch mal neue Pfeile zu machen? Präzision auf Distanz. Ja. Ich hätte gerne noch mal neue Pfeile. Nee, eher nicht. Scheiße. Gut, dann gehen wir mal rein. Warte mal, wir müssen mal gucken, ob wir da oben eine Möglichkeit haben, mich mal weg von den Schwertern zu kommen. Dann hauen wir den so auf die Fresse. Dann hauen wir den so auf die Fresse. Also mit den Schwertern komme ich nicht ran, aber mit der Keule könnte es funktionieren. Also ich habe schon mal ein paar weggehauen, das ist der Vorteil. Komm her jetzt hier. Da sind
auf jeden Fall irgendwelche Munitionsdinger. Gute Nacht, in die Nüsse. Hey, wer bist du? Ich bin niemand. Du hättest nicht herkommen sollen. Hallo. Kannst du irgendwas machen, mein Freund? Hey! Gütiger so. Amun, rette mich! Ja, ja, das machen wir schon noch. Warte mal. Was hast du hier verloren? Bitte vergiss mich nicht! Was? Alarm! Angriff! Oh, ja, ja. So, holen wir uns doch die paar Feinde jetzt da oben. Da sind nämlich noch zwei Minimum. Ich muss hier in meine ja, das machen wir gleich. Ich kümmere mich erstmal wieder um die Typen, die zwei Hansels hier. Die will hey, ich doch was? Tot. Komm her jetzt hier. Alter. So, den hat's erledigt. Das war wichtig. Und tschüss. So, jetzt habe ich mal nicht meine Ruhe. Doppelschwerter. Oh, super. Ich hab voll gelohnt. So. Nehmen wir mit. Oh, ein einfaches Schwert. Ja, aber auch das ist jetzt nichts Besonderes. Den Ort haben wir beendet. Das war das, was ich haben wollte. Und jetzt habe ich nämlich meinen Vorteil. Jetzt habe ich meinen Vorteil. Jetzt habe ich Ruhe. Das war eigentlich der Plan dahinter. Ich krieg doch Doppelschwerter, warum? So, jetzt will ich dich, kann ich dich befreien. Hol mich hier raus! Danke. Das war äußerst ungemütlich da drin. Ja. Du hast sie alle getötet. Richtig. Das hatten sie verdient. Ja. Bring mich in Sicherheit. Eskortiere Damastus in Sicherheit, das werden wir jetzt tun. Da lang, ja. Kommst du jetzt mit? Oder bleibst du da? Wo rennst du denn schon wieder hin? Komm mal her jetzt! Hallo? Kollege? Hallo? Wo rennst du denn schon wieder hin? Komm mal her jetzt hier. Ich hätte sie alle selbst umgebracht. Ja. Der dumme Käfig war einfach zu stabil. Wo willst du denn da hin? Ah, okay. Der wollte jetzt auch automatisch hin. Mich geschickt. Gib mir die Schriftrolle. Schriftrolle? Ich habe keine Schriftrolle. Du solltest sie beschützen. Ich habe sie auf dem Schiff versteckt. Ich wollte nicht, dass sie in die falschen Hände fällt. Und wo ist das Schiff? Auf dem Grund des Sees. Sie haben es versenkt. Ah, nun gut. Ich hole sie. Apollodorus wartet am Leuchtturm auf dich. Ich sag ihm, dass er dich beim gesunkenen Schiff findet. Finde die Schriftrolle im See von Kanopus Bergesee. Super, ist davon noch tauchen. Aufsitzen. Na dann, auf. Jetzt dürfen wir hier noch tauchen gehen, ne?
viel Raum sind denn hier? Wir liegen ja auf Schiffsteile. Treffer versenkt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Rein. Ah, hier vorne. Alles klar. Oh, Alter. Da unten ist so. Die verdammte Schriftrolle. Neck. Also ich rate nicht, die euch im Weg ist, oder was? So, auf geht's. So, übergib an Podoloris die Schriftrolle. Kostbarer Papyrus. Gut gemacht, Bayek. Ich sehe, du bist ein fähiger Mann. Jemand, dem ich vielleicht vertrauen kann. So, damit haben wir Stufe 13 erreicht. Den römischen Feldherrn Pompeius gebracht, um Rom auf Kleopatras Seite zu ziehen. Sie wird dir sehr dankbar sein, dass dieser Schriftwechsel weiterhin geheim bleibt. Sie ist auf meinem Anwesen, zu dem wir jetzt abfahren. Willst du da hin? Willst du mal wissen, dass... Was sagst du jetzt? Was ist das Scheiß Anwesen von dem? Da unten? Du willst jetzt nicht zu Fuß... Nee, willst du... Was war ja in diese Geschichte? Ihr fetter Phanos erzählte mir, dass sie auf den Tod einer gewissen... Wir fahren mit dem Schiff. Und wie das Schicksal so spielt, hatte auch ich Grund, diese Beute zu töten. Komm mal jetzt hier. Als Aya Erfolg hatte, schritt ich ein, um sie zu schützen. Wir sind dankbar. Und wir müssen dir danken, dass du Eodoros eliminiert hast. Er war ein abscheuliches Individuum. Ich sollte dir sagen, dass ich neben Eodorus auch den Philaketei von Alexandria getötet habe. Gennadius. Gennadius? Ich bin sehr erfreut, dass er tot ist. Aber es könnte dir ernste Probleme einbringen. Die Philaketei sind eine verschworene Gemeinschaft. Und Mordlüstern. Sie werden dich mit Sicherheit jagen. Ach, was? Sollen sie doch. Darf ich fragen, warum du Eodorus tot wolltest? Wie du weißt, ist Kleopatras Bruder... Ptolemäus, zu jung und gefügig. Oh, das war keine Absicht. Wir glauben, dass Eodorus die treibende Kraft hinter Ptolemäus war und für viele der aktuellen Probleme Ägyptens verantwortlich ist. Da wären wir. Die Villa ist gleich vor uns. Naja. Und ab. Na komm her. So, kommst du mit hinterher oder? Du bist da lang, okay. In der Villa erfährst du mehr. So eine lange Mission. Volker Apollodorus und... Die Königin genießt das Leben der oberen 10.000. Ich bin froh, dass mit Aya endlich etwas Vernunft in Kleopatras Gesellschaft eingekehrt ist. Sie ist ein außergewöhnlicher Mensch, deine Frau. Ich weiß. Bayek, bevor ich alle Geheimnisse lüften kann,
muss Kleopatra dich treffen und akzeptieren. Sie kann etwas eigen sein. Lass mich dir einen Rat geben. Wenn du dich ihr näherst, beuge das Knie zur Ehrerbietung. Sprich nur, wenn du gefragt wirst. Du sollst nicht fragen, sondern antworten. Lass dich von den Feierlichkeiten nicht ablenken. Sie hat ein großes Gefolge, das sich äußerst gerne amüsiert. Nicht selten im Übermaß. Sprich deutlich, in angemessenem Ton und vor allem, meide jeden Blickkontakt. Bereit? Ich kann's kaum erwarten. So. Komm her, du! Fang mich! Komm her zu mir, ihr beiden! Ja, ich versichere mich mit ihrem Mann erwischt. Es ist ein äußerst angenehmes Gefühl. Hier entlang. Keine Sorge, sie ist nicht nachfragend. Mit vielen. Wo ist unsere Opiumpfeife? Wir schlafen mit egal wem. Solange er einverstanden ist, sich am Morgen hinrichten zu lassen. So wie Xanthides. Er war sehr zufrieden mit diesem Arrangement. Wer ist dieses köstliche Mannsbild? In Mehoto Eknepschebe? Meine Königin, das ist er. Nun. Ein großzügiges Angebot. Doch ich habe bereits dieser Frau Treue geschworen. Ah ja, eine gute Wahl. Komm, wir haben sehr viel zu bereden. Feiert, meine Freunde! Du solltest vor ihr knien. Ah, Pajarenta. Das sind Aya und Bayek. Sie haben Iodoros ins Totenreich geschickt. Vorzüglich. Dann helft ihr uns bei unserem Vorhaben? Wir wissen nicht, was euer Vorhaben ist. Iodorus war ein Mitglied des Ordens der Ältesten. Sie sind verantwortlich für unser Exil. Sie nahmen uns unseren Thron. Und warum sollte mich das kümmern? Die Schlange hat viele Köpfe. Diese Köpfe bilden den Orden. Die Schlange ist der meinen Sohn ermordete. Es ist nicht so einfach. Was erzählt er denn da? Keine Ahnung. Vielleicht weiß er was. Der Orden der Ältesten will ganz Ägypten kontrollieren. Ptolemäus ist ihre Marionette. Wir haben Informanten in allen Regionen. Aber sie konnten dem Orden bisher nichts anhaben. In ganz Ägypten arbeiten mysteriöse Kräfte gegen uns. Zum Beispiel hier, im Nildelta. Der endlose Sand verschlingt ganze Dörfer. Und dahinter verbirgt sich eine böse, menschliche Kraft. Diese Kraft gehört zum Orden der Ältesten und nennt sich Skarabäus. Und hier drüben im allerheiligsten Gizeh hält eine schattenhafte Figur namens Hyäne alle Fäden in der Hand. Sicher ist, dass Gizeh das Land des Todes ist. Und des Verlusts. Und dann gibt es noch Memphis. Alles ist verflucht in meinem Land. Sogar der heilige Apis-Stier selbst. Der Mann, der sich die Echse nennt, hat etwas beschworen. Eine dämonische Macht. Also sind das wahrscheinlich die nächsten... Der Orden der Ältesten. Ja. Iodorus war bekannt als das Nilpferd. Du hattest recht, mein Liebster. Er war noch nicht der Letzte. Sie sind alle schuldig. Wenn der Orden etwas begehrt, so wie in Siva, dann vernichtet er alles, was sich ihm in den Weg stellt. Erst Siva, nun das Fayum. Die am stärksten unterdrückte Region in ganz Ägypten. Wo das Krokodil mit grausamer Hand regiert. Die Einwohner leben in ständiger Angst. Und dieses Schicksal blüht ganz Ägypten, wenn wir den Orden nicht aufhalten können. Wir müssen entschlossen handeln. Es wird Zeit für tödliche Attentate. Klar. Wir haben Chemos Mörder immer noch nicht gefunden. Der Ka unseres Sohnes wird erfreut sein, wenn wir die Gestalten von der Karte tilgen.
Du bist jetzt unser Magi. Beschützer der wahren Pharaonen von Ägypten. So soll es sein. Heute wird getrunken, gefeiert und geliebt. Und morgen Na dann. Also haben wir noch ein bisschen was zu tun. Aber wir kriegen das schon irgendwie mal hin. So, Quest abgeschlossen. Ägyptens Magi. Gottes Magi-Abzeichen. Quest-Gegenstand. Für eine Stufe 25? Wie viel flachsen jetzt? Reise in Assais, Stich des Karabäus. Also sind auf jeden Fall noch mehrere Quests jetzt offen. Warte mal, wir gucken uns gerade mal an, was wir so haben. Haben wir überhaupt irgendwas, was jetzt gerade so ein bisschen... Wir müssen wahrscheinlich eine Mission machen, ne? Was haben wir jetzt? Level 13? 14? 13. Sprich zwei Level drunter. Gut. Ich würde sagen, wir machen Feierabend, wir sind in der nächsten Episode wieder und dann fangen wir an zu leveln. Ne? Ich denke mal, die erste Quest, die wir eher angehen werden, wird der Stich des Karabäus sein. Diese hier. Reise nach Seis. Aber wir müssen jetzt mal gucken, was wir noch so an Nebenaufgaben haben. Wir haben da bestimmt irgendwas in der Richtung. Also, die offiziell noch nicht offen ist. Aber wir kriegen schon noch irgendwas hin, was auf der Karte so rumfleuchten kreucht. Na gut, ich freue mich schon reinschalten wir wieder her in den nächsten Folgen. Auf jeden Fall bei... Genau. Ja, jetzt geht es nämlich weiter hier. Nämlich die Echse, das Krokodil, die Hyäne und der Skarabäus. Ja, wie gesagt, wir sind bei weitem noch nicht durch. Jetzt kommen die nächsten vier großen Gegner. So, jetzt gucken wir mal gerade kurz, ob wir noch was haben. Wir haben ja eigentlich gar nichts momentan, ne? So ein bisschen... Na gut. Okay, ich bin raus für heute. In den nächsten Folgen schauen wir mal wieder an die Mission. Bis dann. Tschüssi.